Was? Schattenbeste Ganon! Ja, und damit herzlich willkommen im großen Finale. Sorry für den Schnitt, aber die Folge wurde sonst zu lang. Und ich dachte mir so, hey, machst du einfach die letzten Endfights in einer einzigen Folge. Hallo, na? Nach links, bitte! Ja, mein Gott, bist du schwer! Der Kampf jetzt ist eigentlich relativ einfach. Er erinnert sehr an die Kämpfe gegen die, gegen Ziegen. Ach da. Da kommt er her. Jetzt! Geh mal nach da drin! Komm schon! Eieieiei! Was für ein fettes Vieh! Wo ist er? Ah! Oh, natürlich! Jups! Und komm nach links da! Dahin! Komm schon! Huch! Eieieiei! Wieder von oben. Und wieder nach da drüben. Komm, schau! Und das reicht immer noch nicht. Wow. Der hat ganz schön viel aus. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das mit dem Wolfling mache und nicht mit dem Schwert. Eben. Ich hab nicht mehr gesehen, wo das Portal war. Da ist es. Da sind Portale. Da. Ups, das war knapp. Eieieiei. Jetzt hätte mich beinahe gehabt. Reicht doch langsam, bitte. Badam, baba. Ich finde es halt eben so schön, mit dem Wolf zu machen, weil Biest gegen Biest, ne? Eieieiei. Stirb, Ganon. Das reicht ja jetzt auch, oder? Er verbrennt? Ist das Feuer? Ist das eine dunkle Macht, die ihm entweicht? Oh! Midna, du leuchtest! Oh, die Kraft kehrt so Zelda zurück. Alles ist wieder gut. Alles ist wieder schön. Prinzessin, ich... Sagt jetzt nichts, Midna. Es war zwar nur für eine kurze Zeit, aber euer Herz und meines waren eins geworden.
Was waren denn meine Leiden verglichen mit denen, die ihr auf euch genommen habt? Kannst du nicht einfach draufgehen? Was weiß ich, was wir nicht wissen? Midna? Gott gegen Gott? Das war's? Haben wir gewonnen? Hallo? Oh! Oh! Oh oh! Das Schloss ist kaputt. Hallo Gallendorf. Wo hast du das Pferd her? Wo hast du den Schattenkristall her? Da hängt kein Kopf drin. Na, großartig. Wo ist Midna? Oh, ich sehe, du hast Freunde mitgebracht. Ja, bitte? Ihr Lichtgeister, die mit eurer Macht die ganze Welt erstrahlen lasst, ich bitte euch. Verleiht mir die Kraft des Lichts, auf dass ich das Böse besiegen möge. Juhu, wir haben 3 Lichtpfeile. Vita. Du bist der auserwählte Held. Bin ich das nicht immer? Leih auch du mir deine Kraft in diesem letzten Kampf. Dann los. Du hast meinen Bogen und mein Schwert. Ich könnte auch noch eine Axt geben, wenn einer hätte. Aber ich habe einen Morgenstern. Hallo Epona, wo kommst du jetzt plötzlich her? Ich werde versuchen, Gallant aus Bewegung mit meinen Lichtpfeilen zu verlangsamen. Du hast nur 3. Nimm ihn ins Visier und bleib nah genug an ihn, dass meine Pfeile ihn erreichen können. Okay. Hallo? Epona? Der Kampf auf den Pferderücken. Oh.
kommen. Hör auf, so Haken zu schlagen, ey. Autsch. Netterweise wartet er auf uns. Das finde ich ja großartig. Wo ist er? Da. Na komm. Drei Treffer. So. Ich glaube, dein Pferd macht's nicht mehr. Der Kampf auf dem Pferderücken ist nicht der schwierigste, aber ich finde der komplizierteste wegen der Pferdesteuerung. Was findest du so lustig? Du kämpfst sehr gut, aber genug palabert. Ich habe nur einen Wunsch. Mit dieser schändlichen Klinge will ich alles Licht der Welt endgültig zum Erlöschen bringen. Huch. Dämonenkönig Ganondorf. Aua, ey. Hab dich! Ich find's übrigens schön, wie er zielgerichtet auf die Brust hämmert. Aua! Verdammt, die Chance verpasst. Ich glaube, wir sind schon am Ende des Kampfes angelangt. Ich muss bloß auf die Chance warten. Hämmern! Ah, hämmern! Ah, schade. Noch nicht ganz. Komm schon, gib mir auch eine Chance. Aua, ey. Sonst geht's dir noch. Ja! Chance! Ganz schnell auf A hämmern! Und! Komm schon! Ach, bleib einfach mal liegen! Aua! Du musst nur liegen bleiben, dann ist der Kampf vorbei! Aua, ey! Sonst geht's dir noch. Komm schon! Komm schon, renn an! Der macht einen Schaden, ey. Dem ist scheißegal, dass ich Schild in der Hand habe. Oh, wow. Ja, das dürfte letztes sein. Das dürfte letztes sein. Und leg dich hin. Fangstoß.
einfach liegen bleiben. Das ist das zweite Schwert, das dir im Herzen steckt. Das erste ist das, was du in der Hand hast. Also hattest. Denk nicht, dass dies das Ende sei. Die Geschichte von Licht und Schatten wird mit Blut geschrieben werden. Stehen gestorben. Toll. Könntest du jetzt bitte umfallen? Ginge das? Na dann. Wo ist eigentlich Midna? Wir haben... Oh, hallo, ihr Lichtgeister. Oh, da ist Midna mit Schattenkristall. Wurde nicht gerade noch zerstört? Da ist ein Fehler. Das geht doch so nicht. Jetzt lauf hin. Ein Fuß, nächste Fuß, ja, so, so läuft man. Mann, ey. Oh. Sieht das ein bisschen größer aus? Das Doofe ist, dass der Stempel schon gespoilert hat. Oh, sie ist wunderschön. Du hast schon Ilja. Schlag dir das aus dem Kopf. Was ist? Sag schon etwas. Oh, da hat dir meine Schönheit etwa die Sprache verschlagen. Das war's. Wir haben Legend of Zelda Twilight Princess HD durchgespielt. Jetzt bleiben uns nur noch die Credits und eine Szene, die nach den Credits kommt, weswegen ich jetzt noch ein bisschen hier bleibe. Ja, Twilight Princess gehört für mich zu meinen Top 3, und zwar auf Platz 2 direkt hinter Wind Waker. Ich bin froh, dass ich es wieder durchgespielt bekommen habe. Und ich finde es sehr schön, dass doch mit dem HD-Remake, wobei es war nicht wirklich ein Remake, es war einfach bloß ein Aufpolieren. Gut, man hat noch die Schattenhöhle dazu gepackt. Man doch noch ein bisschen was aus dem Spiel rausholen konnte. Ich finde das sehr, sehr schön. Eigentlich hatte ich vorgehabt, die ultimative Herausforderung dieses Spiels noch zu machen. Und zwar keine Herzteile sammeln, Hero-Modus und Ganondorf-Amiibo. Dummerweise bekomme ich nur mehr den Ganondorf-Amiibo her. Bei uns gibt es den nicht mehr. Deswegen werde ich das auf irgendwas zurückstellen müssen, für den Fall, dass ich mal bekomme irgendwo. Hallo, König Brüblin! Mach nicht mehr so Ärger! Ja, ich werde dann jetzt demnächst noch die Schattenhöhle aufnehmen, die ja mit dem HD-Remake dazu kam, die man komplett mit dem Wolf-Link machen muss. Oh, da geht's nach Hause zurück. Und
Und die Goronen sind auch wieder alle bei ihren Ringkämpfen. Boxen die gerade. Das ist aber nicht erlaubt im Sumo. Nur Schläge mit der flachen Hand. Und da freuen sich die Soldaten, die größten Weicheier der gesamten Welt. Ach ja, ist der Rasen wieder schön grün. Wobei ist gerade der Himmel schön blau. Und alles tanzt. Alles tanzt zur Musik des Maru-Markts. Ich finde es übrigens auch schön, dass die Kiste jetzt offen ist. Sie wäre natürlich zu, wenn man sie nicht geöffnet hätte. Colin mit Schwert und Schild. Das Schwert ist so groß wie er selbst. Das ist wie ein Zweihänder. Da muss er erstmal reinwachsen. Und die Zoras sind auch wieder glücklich. Na gut, die Königin ist zwar tot, aber sie haben ja einen neuen, fähigen König. Hoffe ich zumindest, dass er fähig ist. Das wird sich noch zeigen. Noch ist er ein Kind. Und der Hörsee ist auch wieder belebt. Die Leute spielen wieder Spiele und fliegen mit Hühnern herum. Ich könnte wahrscheinlich mit den Hühnern da drauf. Fällt mir mal gerade so ein. Ich könnte wahrscheinlich mit dem Huhn darüber fliegen. Und da ist die Karawane nach Latuan. Was ist denn vorne drauf? Ach, das ist hier, ja. Ich hab seinen Namen vergessen. Oh, wie peinlich. Hab mir gerade seinem Adler geholfen. 3D-Modeling. Ich weiß, dass die beiden Frauen sind Geschwister. Gehört er als Geschwister per Paar dazu oder ist er der Freund? Wir werden es nie erfahren. Bei Yetis. Oh. Da gibt es bestimmt bald einen kleinen Yeti. Und er darf weiter erkunden gehen. Werden sie bestimmt auch demnächst in der Zeit reisen, wenn sie die Tür finden, weil die Tür ist ja immer noch offen. Die Tür ist noch offen, sie könnten durchgehen. Und die Kinder kommen wieder an in Ordon. Willkommen zu Hause. Ist das schön. Und das neue Kind ist da. Also gut, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Am Ende müssen Licht und Schatten voneinander scheiden.
Aber vergesst nicht, dass neben eurer Welt noch eine andere Wahrheit existiert. Licht und Schatten, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Untrennbar miteinander verbunden. Dass die Göttin Hyrule uns den Schattenspiegel hinterließen, geschah gewiss, damit wir uns begegnen können. Davon bin ich überzeugt. Prinzessin Zelda, ihr seid ein guter Mensch. Wenn alle Bewohner Hyrule so sind wie ihr, wird dieses Land sicher eine strahlende Zukunft haben. Ich danke euch von Herzen. Und ihr habt es ja selbst gesagt. Solange der Schattenspiegel existiert, ist der Weg offen zwischen unseren Welten. Vita. Man sieht sich. Nein! Sie hat die Verbindung getrennt. Und damit kommen wir zu den nächsten Credits. Sie hat die Verbindung getrennt, damit kommen wir nicht mehr in die Schattenwelt. Jedenfalls nicht mehr auf diesem Weg. Ja, mir bleibt nur so zu sagen, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Falls ja, sehen wir uns dann beim nächsten Projekt wieder. Wie gesagt, die Schattenhöhle kommt noch, das wird als Bonusfolge kommen. Aber ich werde mich erstmal vorbereiten, weil ich habe einen kleinen Poll gestartet auf Facebook und auf Twitter, was denn als nächstes Spiel kommen soll. Und es gab einen Gleichstand. Das heißt, als nächstes Projekt kommen wieder zwei Projekte gleichzeitig. Ich hoffe, ich schaffe das. So rein zeitlich. Und zwar startet dann ab nächsten Montag um 16 Uhr Secret of Evermore und ebenfalls ab nächsten Montag dann um 17 Uhr Final Fantasy 6. Mir bleibt dann bloß noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, und falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt mir auf Twitter, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, damit ihr auch niemals verpasst, wenn irgendwas passiert. Weil wenn es Verzögerungen gibt, werde ich es auf alle Fälle dort mitteilen. Es war mir eine Freude. Bis dahin. Ciao, ciao.